Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du mit der neuen GT2 deine Chakren öffnest, einen göttlichen Schutz aufbaust und deine Visualisierungsfähigkeit auf ein ganz neues Level hebst. Willkommen im neuen Video und im heutigen Video stelle ich dir das neue GT2 vor, die neueste Version. Viele wird es schrecken und viele wird es sehr erfreuen. Was dich schrecken könnte, ist, dass ich in diesem Video bzw. in der neuen Version von G2 so ziemlich alles auf den Kopf gestellt habe, was man sich auf den Kopf stellen könnte. Das bedeutet, ich habe dann das Cover geändert, ich habe den Titel geändert, ich habe den kompletten Text, der vorher war, gelöscht, einen komplett neuen erstellt auf Basis von neuen Wissen, neuen Techniken, neuen Methoden. Und dann habe ich natürlich noch die ganze Musik neu gemacht und natürlich nebenbei drauf das Ganze in MDR-Technologie umgewandelt. Also freue dich auf diese neue Version und in diesem Video gehen wir auf diese neue Version genauer ein. Also, ich habe hier stehen, G2 ist nicht mehr das, was es einmal war. Das stimmt auf jeden Fall und so ziemlich alles neu gemacht und es wird jetzt sehr, sehr aufregend, was jetzt alles kommt und was ich da mir dabei gedacht habe. Ja. Früher war das alte G2 einfach nur, dass du Visualisierung trainierst mit einer Methode aus dem Michael Newton Institut, wo wir halt verschiedene Sachen in verschiedenen Farben durchgehen. Im neuen G2 ist das zwar der Kern des ganzen G2, aber es erzeugt sich daraus zwei Subeffekte, die ich gekoppelt habe. Auf der einen Seite habe ich eine Methode entwickelt, wie man die Chakren sehr, sehr einfach und intensiv öffnen kann. Und auf der anderen Seite, wie man einen göttlichen Schutz aufbauen kann und sich komplett befreien kann von negativen Energien, vom Kollektiv und so weiter. Und das aber in der Kombination mit Visualisierung. Und diejenigen, die sich mit so okkultem Wissen beschäftigen, wissen, dass je gut man seine Vorstellungskraft trainiert hat, desto besser und intensiver wird deine Fähigkeit sein, alles tun zu können. Ich habe hier eine ganze Liste von Vorteilen, ich zähle es dir vielleicht auf. Dein Empathievermögen, Entspannung, Zufriedenheit, Lernfähigkeit, Kreativität, Meditationsfähigkeit, energetischer Schutz, intensive, schärfere Träume, leichter luzide Träume einleiten oder sie kommen einfach so öfter, wenn man einfach sehr gut visualisieren kann. Dann leichte Astralreisen einleiten, vor allem Zugang zur Intuition. Das höhere Selbst von uns kommuniziert nämlich durch die Träume mit uns und durch Gefühle, Fantasie und Vision. Und je besser deine Vorstellungskraft ist, desto klarer werden die Botschaften und die ganzen Visionen. Und du kannst damit sehr einfach mit einer sehr einfachen Methode deine Chakren täglich öffnen. Und das machst du alles sozusagen in neuen G2. Und das Ganze beruht auf drei Techniken. Auf der einen Seite die Visualisierung massiv zu steigern, dann deine Chakren zu öffnen, was immer gekoppelt ist mit der Visualisierung in dem Fall, und dann deinen göttlichen Schutz aufbauen und dann eine Rotation aufbauen. Und dazu ist ganz wichtig, dir das Nutzungsvideo von dieser Frequenz anzusehen, denn im Nutzungsvideo gehe ich sehr detailliert darauf ein, wie du diese Frequenz nutzt. Und diese Frequenz kannst du so gut wie ohne das Nutzungsvideo kaum nutzen, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast, was du vor und nachher tun sollst. Darum ist es ganz wichtig, dir das Nutzungsvideo anzusehen. Auch wenn du sagst, du holst dir das G2 nicht, dann schau dir trotzdem das Nutzungsvideo an, denn dort stelle ich dir eine Technik vor, mit der du arbeiten kannst, ja? Um diese Fähigkeiten trotzdem zu aktivieren. Ja? Also, kommen wir zurück zu Gate 1, Gate 2, was habe ich dort verändert? Auf der einen Seite gibt es dort einen neuen Anker, einmal das ein goldenes Ei, was du dir vorstellst, gekoppelt mit dem Codewort SAFE. Und dieses goldene Ei baut sozusagen einen Schutzfilm auf und besteht aus Gitternetzen und aus göttlicher Liebe. Und das ist sozusagen auch dein Schutzschild und auch dein Ausgang aus dieser Matrix, ja. Und dieses Ei, wenn du das öfter visualisierst und vorstellst, wird immer intensiver auf energetischer Ebene und dann kann von außen nichts mehr in dich rein und du bleibst bei dir selbst und schützt dich, ja. Und da habe ich eine eigene Technik entwickelt, wie du dieses Ei aufbaust und verstärkst und immer intensivierst, ja, durch die Technik, die jetzt dann gleich kommt, ja. Dann kommen wir zur Visualisierungstechnik, die geht ganz, ganz interessant und zwar
gehst du eine Rotation durch. Das erkläre ich dann im Rotation-Video, also im Nutzungsvideo ganz genau. Du gehst eine Rotation durch, wo du dir verschiedene Punkte und Szenen ansiehst zu Hause und du gehst dann diese Rotation durch, diese 7 Checkpoints, holst dir, also das machst du in echt physisch, holst dir sozusagen den Blickwinkel, koppelst das mit Gefühl, mit Visualisierung und mit Emotionen und dann holst du dir das Bild und dann gehst du zur nächsten Rotation und zur nächsten und so weiter. Ich mache dann im anderen Video Beispiele dazu. Wenn du das gemacht hast, dann machst du dasselbe nochmal. Und denen, die die vorige Version von G2 kennen, wo man halt durch die verschiedenen Räume geht und sich das Ganze vorstellt in Farben, das wird hier nicht so sein, das wird viel intensiver sein, weil wenn du dir vorstellst, du bist in einem Supermarkt und du kennst den Supermarkt aber gar nicht und du läufst da irgendwo rum und du kennst das Zimmer nicht, dann ist alles aus deiner Vorstellungskraft heraus. Aber was jetzt hier neu ist, ist, dass du das bei deiner eigenen Wohnung machst. Also du gehst von deinem Wohnzimmer, du gehst ins Bad, tust Zähne putzen, machst deinen Kühlschrank auf und so. Und da du das ja echt gemacht hast und eine Referenz im Gehirn erzeugt hast, ist danach die Vorstellung viel intensiver, weil du koppelst im Gehirn auf einen Rückschluss zu, den du ja schon mal erlebt hast. Ja? Und dann geht es ja darum, deine Farben zu trainieren. Und das machst du so, indem du dir bei Amazon zum Beispiel so Farbbrillen kaufst. Und dann gehst du deine Rotation echt durch und dann gehst du sie nochmal durch mit den jeweiligen Chakrenfarben. Also du läufst die ganze Rotation durch, die dauert 3 Minuten, du läufst sie durch mit den jeweiligen Farben und später in der Frequenz heißt es dann immer, okay, wir öffnen deine Chakren und die Chakren sind wie die Regenbogenfarben und das ist sozusagen die Brücke zwischen deinem Energiesystem und dem Kosmos, dass du dich connectest an dein höheres Selbst und das geht halt, indem die Farben miteinander synchron werden. Also wenn du deine Chakren koppelst und aufbaust und aktivierst und dann dich sozusagen vereinigst und das geht am besten durch Visualisierung in Kopplung mit dem goldenen Ei. Ja? Gut, also du koppelst sozusagen, du baust dieses goldene Ei auf und dann visualisierst du, dass dieses goldene Ei, da gibt es eigene Technik, die ich den G2 vorstelle, visualisierst du, dass dieses Ei dann, also Fokus, also die Chakra-Übung, dann wird halt jedes Chakra durchgegangen und dann die Farben vom Chakra aktiviert, dann kommen die Effekte vom Chakra, die werden dann in der Hypnose aktiviert und dann wird diese Farbe, in dem Fall zum Beispiel Wurzelchakra rot, verdehnt sich aus und dein ganzes goldenes Ei wird halt in der Farbe rot. Und dann wachst du in deiner Rotation auf und siehst sozusagen, und dann gehst du deine Rotation durch in der Farbe Rot. Und wenn du das vorher mit der Brille gemacht hast, mit deiner roten Brille, dann hast du einen vollkommenen Referenzpunkt, weil du hast das alles erlebt und hast alles sogar echt gesehen, wie es ist in Rot. Ja. Und so gehen wir dann sozusagen die ganze Rotation durch, immer jeweils 3 bis 5 Minuten mit den jeweiligen Farben. Ja. Und zuerst normal, dann in den jeweiligen Farben und danach in der Posthypnose gehst du es nochmal durch und dann wirst du einen gewaltigen Unterschied kennen, wenn du dir dann vorstellst, du gehst deine Rotation durch, wie intensiv das Ganze in deiner Vorstellungskraft wird. Das ist auf einem komplett anderen Level im Vergleich zu vorher. Ja. Dann wird das Covert Avatar von G12 nochmal verankert hier und schon vorbereitet, weil wir sozusagen die Chakren damit auch aktivieren. Und dann kannst du dich am Schluss dann dein Bewusstsein ausdehnen, ähnlich wie in G4. Wichtig ist, dass du das Ganze dann in der Rotation machst. Wie gesagt, die ganz genaue Technik kommt im Nutzungsvideo. Das heißt, wenn du das G2 holst, unbedingt Nutzungsvideo ansehen. Ich sage es auch in der Frequenz selbst, dass du das Nutzungsvideo ansehen sollst. Ja. Gut, und dann vor dem Schlafen gehen, einfach in den nächsten 2-3 Minuten einfach einmal deine Rotation durchgehen, jeden Tag. Dann wirst du das Ganze auf ein neues Level heben. Ja. Also, ich wiederhole nochmal kurz, zusammengefasst in neuen G2 ist das Endziel, deine Visualisierung auf ein ganz, ganz hohes Level zu heben, dadurch passiv jeden Tag deine Chakren zu öffnen mit dem Codewort SAFE und mit der Vorstellung des goldenen Eis und gleichzeitig sozusagen deine Kinesefähigkeiten, also Telekinese, Telepathie, Aerokinese und die ganzen Sachen zu aktivieren, zu verstärken, was durch die Visualisierung möglich ist und dann sozusagen deine Chakren zu öffnen in Kombination mit dem göttlichen Schutz aufzubauen. Und dazu hat das neue G2 drei Frequenzen drin. Einmal eine längere Version mit 85 Minuten, die dauert 85 Minuten und die geht sozusagen von der Hypnose rüber in die komplette Story, wie du es vom Gate-Programm kennst. Und dann vom Gate-Programm sozusagen in die Sequenz rein, wo du deine Rotation machst. Ja. Und dann gibt es die Version, die dauert 50 Minuten, wo du nur deine Rotation machst. Und dann gibt es eine
eigene Frequenz, die du ohne Kopfhörer hören musst oder kannst auch mit Kopfhörer hören, wo du die nutzt du im, also die geht auch auf Lautsprecher, weil die hat isochrone Töne und die nutzt du sozusagen in der Rückkopplung, wenn du es echt machst, dass du stellst deinen Player hin und drückst auf Play, hörst sozusagen die Musik und dann in der Frequenz, in der Hypnose, wenn wir dann in die Szene gehen, wo du deine Rotation machst, hörst du dieselbe Musik, wie du in echt beim Training gemacht hast. Ja? Und dann wird das Gehirn auch auf Basis der Musik und derselben Frequenz, die im Hintergrund läuft, eine Rückkopplung erzeugen und dann sozusagen deine die Intensivierung deiner Vorstellungskraft massiv verstärken. Gut, so viel dazu. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Hör dir einfach die Demo an und dann lass dich überraschen. Und ich bin echt gespannt, wenn du diese Frequenz genutzt hast, vor allem mehrmals genutzt hast, wie intensiv deine Vorstellungskraft sein wird. Schreib es mir bitte unter dem Video in den Kommentaren hinein oder am besten im Shop in der Rezension, weil es mich einfach interessiert, wie intensiv das bei dir wirkt. Ich habe das schon ein paar Mal getestet und das hat sich wirklich so mit jedem Mal verdoppelt, die Visualisierungsfähigkeit. Und zusätzlich, man merkt, man steht in der Früh auf und man hat einen Schutz, den man vorher einfach nicht hatte. Und durch einmal dieses Ei vorstellen und zu sagen, safe und dann Avatar zu sagen und das Ganze sich vorzustellen, vor allem weil die Vorstellungskraft durch diese Übung so intensiviert wurde, merke ich richtig, wie die ganzen Chakren aktiviert sind, wie alles geerdet ist, wie ich in so einem richtigen Flow, meditativen Zustand bin, wie ich eins mit dem Leben werde und das mit jeder Übung, mit jedem Hören immer mehr und intensiver und später brauchst du das Ganze dann nicht mehr, dann machst du einfach deine Augen zu, stellst dir vor dein goldenes Eis da und sagst deine Codewörter, gehst vielleicht einmal die Rotation durch und zack, bumm und du bist sofort vollkommen connected und ich glaube, das ist genau das, was wir in der heutigen Zeit benötigen hier auf diesem Planeten. Deswegen habe ich es auch gemacht. Also in dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich von dir zu hören, wie das bei dir gewirkt hat und funktioniert hat. Also, ciao, Papa.